Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Angezockt, und zwar den Castle Maker oder den Castle Flipper besser gesagt. Das Spiel kommt jetzt dann demnächst raus, am 26. kommt dieses Spiel raus. Deswegen wollte ich kurz vorher noch mit euch die Demo spielen und würde sagen, wir gehen einfach mal ganz kurz rein in das Spiel. Und zwar, wir machen natürlich ein New Game. Und ich habe es natürlich schon ein kleines bisschen ausprobiert, dass ich weiß, wo ich mich positionieren muss. Und von daher würde ich sagen, herzlich willkommen im Castle Flipper First Steps. Also alles, was du jetzt hier gerade sehen kannst, hat dir im Grunde dein Großvater hinterlassen. Es mag nicht sehr toll ausschauen. Ich hoffe, ihr seht es alle, weil ich jetzt ja gerade mittendrin sitze. For now... Okay, also... Man kann das natürlich dann auch ausbauen zu einem richtigen Schloss sozusagen. Und fürs Erste sollte ich doch mal einen neuen Auftrag annehmen. Aber ich denke doch, dass ich mich mal umsetzen werde. Zumindest hoffe ich, dass ich an der Stelle etwas besser platziert bin. Schauen wir mal. Ich dachte jetzt halt eigentlich, ich könnte hier... ne? Naja, okay. So, also ich kann das jetzt halt noch nicht machen. You can do this right now, weil wir müssen nämlich hier einen Auftrag annehmen. Questboard, this is a Questboard. Also hier bekommen wir Quests, die wir uns anschauen können. Wir müssen die annehmen quasi mit der Taste F und um sie anzuschauen, müssen wir die Taste Q drücken. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen uns die doch einfach mal an. Ein ruiniertes Camp. Wegen dem Sturm wurde das komplette Camp quasi zerstört oder vieles davon zerstört. Okay, also das Dorf hat oder das Volk, die Bevölkerung hat versucht, das zu reparieren, aber da ist immer noch einiges zu machen. Also im Großen und Ganzen, wir sollen im Grunde reparieren, wir sollen Müll entfernen, wir sollen die Palisade reparieren, ebenso einen Fans, ich glaube, das ist der Weg. Und wir sollen das Warenhaus reparieren und zwei große Bäume wegbringen. Also weiter runter geht's nicht, Rewards sehe ich nicht. Naja, take me's mal. So. Tap Clean Modus. Ah, das ist noch locked. Okay, wir müssen uns das quasi freischalten. Alles klar. Dann würde ich sagen, press Q. Unten ist es angezeigt, ne? A ruined camp. Also das ist jetzt der Auftrag. Go. Okay, das ist anscheinend das Camp. Welcome, you just started your first mission. Also um unsere erste Mission abzuschließen, müssen wir alles erledigen bis zu 80%. Also im Grunde so wie beim Hausflipper, nur eben Castleflipper. Okay, schauen wir mal. Linke Maustaste zum Reinigen. Alles klar. Dann machen wir das doch mal. Hallo Huhn. So, was haben wir hier? Repair System. Okay, um etwas zu reparieren, muss man das quasi aufnehmen. Und da gibt es verschiedene. Es gibt quasi auch kleine Bretter und große Bretter. Ja, okay. Also das Spiel selber, das soll dann in Deutsch sein. Also ich denke... So. Ups. Leiter. Um die Leiter zu besteigen, muss man hingehen und die Spacebar drücken. Und oder um wieder wegzugehen. Und dann eben mit W oder S. Okay. Also hoch und runter. Alles klar. So, Place. Alles klar, das geht ja easy. Da liegt noch eine. Dann nehmen wir die doch auch mal. Ah, schön rennen mit. Clean, clean, clean. Alles klar, wir cleanen natürlich, ist ja logisch, das gehört ja dazu. Zum Auftrag, ne? Wo sieht man noch was? Der Baum. Destroy, to destroy. Okay, also man muss hier den Destroy-Mode aktivieren, indem man auf Tab drückt. Okay. Ah, Destroy. Alles klar, und dann einfach weghauen. Batz. Okay, das war jetzt einfach.
Was haben wir da? Crouch. Sometimes you make a crouch. Also manchmal muss man durch bestimmte Passagen durch und muss dabei kriechen und deswegen Left Control und Maus klicken. Wahrscheinlich wegen dem Felsen da, ne? Okay, was haben wir hier? Eine Chest. Also während man die Welt erkundschaftet, kann man manchmal kleine, schmale Ecken finden und in denen gibt es dann immer wieder mal irgendwas Verstecktes. Und zum Beispiel auch um neue Items freizuschalten. So, öffnen wir doch mal. 1000 Münzen. Na hallo. Die nehmen wir doch gerne, ne? Da kommt man wahrscheinlich nicht durch, ne? Okay, gehen wir mal zurück. Ja, dann sollten wir uns auf jeden Fall mal ein bisschen umschauen hier, ne? Das kann man nicht pflücken, also kein Rasenmäher hier. Ah, da kann man Bretter nehmen. Ah, und dann haben wir hier quasi den Zaun, alles klar. Dann nehmen wir doch mal hier... drei Stück kann man nehmen, alles klar. Also ich nehme jetzt mal an, dass es die kleinen sind, ne? Weil die schauen mir ein bisschen zu groß aus. Insgesamt sind es 7 Stück. Okay. Da ist nochmal ein Zaun. Und ein Stück fehlt noch. Ah, man kann nicht cleanen, während man irgendwas in der Hand hält. Alles klar. Achso, linke Maustaste. Ich hab, okay. Ich weiß nicht, soll ich die schon mal mitnehmen? Ah, okay, ich kann doch nicht... Kann ich die wieder fallen lassen? Ah, okay, ich kann die einfach so... Mit Rechtsklick kann ich die wieder fallen lassen. Schauen wir mal, was wir hier noch alles machen können. Da innen vielleicht. Special Sense, also spezielle Sinne. Manchmal ist es schwierig, alles, die ganze Unordnung zu sehen. Deswegen sollte man Z drücken, dass man eben quasi den ganzen Müll auch sieht. Dann drücken wir doch mal Z. Oh ja, das ist gut. Das ist gut. Aber das bleibt halt nur so lange, bis ich dann weiter aufsammle. Tja, Müllbeutel gab es damals noch nicht, ne? Dann drücken wir doch nochmal. Da draußen war noch was. Und da hinten war auch noch zwei so Dinger. Okay. Das da wahrscheinlich. Und das da vielleicht noch. Okay, 49 von 50 haben wir gereinigt. Innen drin ist noch was. Okay. Da haben wir noch was. So, 50 von 50 gecleared. Das ist doch super. Ah, und ich denke mal, dass wir das da mit hochnehmen müssen. Ups. Ich habe jetzt Space gedrückt im Übrigen. Okay, also Space muss man nicht drücken. Man muss einfach nur hingehen an die Leiter. Okay, da. So. Kann ich in das Heu springen? Ja. Sozusagen. Remove Big Tree. Ah, wahrscheinlich der da noch. Destroy. Yes, das war der. Also mit Rechtsklick legt man dann die Sachen wieder aus der Hand. Drei Bretter sind es noch. Ich vermute dann mal auf der anderen Seite. Lalalala. Man kann auch die Leiter hochrennen. Das ist gut. Okay, Mission complete. Wir haben 1000 Münzen bekommen und wir haben das Ganze in 6 Minuten geschafft. Okay, go home. Wir müssen ja nicht bleiben, ne? Für was? So, schauen wir mal, was jetzt hat uns erwartet. Your Kingdom.
So, what a mess. Also, was für ein Chaos oder was für ein Durcheinander. Also, wir haben unsere erste Task erledigt. So, jetzt können wir uns quasi um unser eigenes Plätzchen hier kümmern. Okay. Und ja, ganz normal. Also im Grunde hier die Sachen hier weg. Destroy Mode. So, die Sachen kann man einfach wegräumen, alles klar. Move. Ah, den kann ich woanders hinstellen. Cool. Hallo? Kann ich hier auch jagen? Das Tierchen rennt nur so seltsam gegen den Baum. Steine kann ich nicht mitmachen. Tap to Clean Mode. Okay. Ich habe jetzt quasi auf dem Sand zusammengekehrt. Auf dem Sand, den roten Sand weggekehrt oder was auch immer das ist. Wahrscheinlich schaut mir eher so aus wie ein Leim oder so, Wein oder irgend sowas. Das finde ich auch gut, dass man da die Bäume im Grunde dann auch einfach mal so umsetzen kann. So, es ist ja wieder mal eine Demo, von daher, ich weiß jetzt nicht, wie lange und wie weit die geht. Moment, den will ich nicht zerstören, den will ich, wenn dann, moven. Vielleicht da hinten hin. Bisschen aus dem Weg raus moven, den da auch. Nochmal, wahrscheinlich ging das jetzt halt nicht wegen dem Ding. Weil den wollte ich da hinten in die Ecke setzen. Ach, wahrscheinlich, weil da ein anderer Baum ist, ne? Naja, ist ja eigentlich egal, ne? So, zack. Wuffen den auch noch weg. Dann hätten wir da so ein bisschen, ne, etwas wie eine Reihe. So, Auftrag haben wir hier. Tap Clean Mode. Da haben wir noch was zum Cleanen. Oh, das sind gleich drei so Dinger. Wahrscheinlich. Erinnert mich gerade an Winkeltier, die Melodie, wenn man etwas geschafft hat. Da hätten wir nochmal einen Auftrag, das möchte ich aber jetzt halt noch nicht machen. Jetzt möchte ich erst einmal schauen, dass wir hier unser eigenes Dingsen machen. So, ach so, wir haben alles gemacht. Okay, alles klar. Dann schauen wir doch nochmal hin. So, ich bin mal gespannt, wie lange das geht. Build your first house and furnish the house. Okay, Building Basics. Alles klar, also das sind die Grundlagen quasi des Bauens und wir sollen quasi unser erstes Haus bauen und einrichten. So, dann gehen wir halt einmal auf Q. Das haben wir ja erledigt. Building Basics. Okay, go. Also der Trailer hat ja schon sehr Lust auf das Ganze gemacht, ne? Construction, you will now learn the building technique. Okay. Alles klar, also wir folgen dem Ganzen jetzt halt einfach mal. Wir werden jetzt halt quasi das Bauen lernen. Hold tab. Press Build Mode. Press Foundation. Ah, und dann kann man das quasi hier platzieren. Okay, build your first house. Ah, okay, und dann Press 2. Okay, zack. Zack. Ja gut, es wird jetzt einem angegeben, was man machen soll. Dann sollen wir die 3 pressen. Dann sollen wir die 4 pressen. Und dann halt immer schön auf die stellen, ne? So, dann sollen wir die 5 pressen. Ach, das ist Dach. Was, kann ich nicht hüpfen? Ach doch. Hier. Okay, wir müssen das in die Ausrichtung bringen, ne? So, und dann pressen wir die Nummer 6. Kommen quasi Fenster hier rein. Okay, und dann noch die 7 für die Door.
Okay, press E to interact. Ja, cool. So, tap. Press Upgrade Mode. Okay, press Wood. Press Left Mouse Button on any part of the building to upgrade it. Oh, okay, ich muss einfach nur hinschauen und dann einmal klicken und dann macht es das automatisch. Da muss ich gar nicht so viel rumklopfen. Okay, Furniture. Press I. Okay, einfach mal pressen. Wir pressen mal die I. Wir brauchen Bedroom. Oh, yes. Also, das schaut cool aus, oder? So, und welches wir nehmen? Wir haben ja genug Kohle, ne? Wir können uns da ein richtig schniekes Bett hier leisten. Hier, das da zum Beispiel. Oder sollen wir das gar nicht? Wenn der, dass ich das jetzt kaufe, dann soll ich das gar nicht kaufen. Okay, und wir können es moven auch. Furnish the house. Also, wir brauchen eine kleine Kommode. Also auch da ist es dann anscheinend egal. Die passt doch viel besser neben das Bett, oder? So, und dann brauchen wir noch einen Schrank. Nehmen wir natürlich passend dazu, aber den würde ich gerne da hinten hinstellen. To rotate. Oh, cool. Yes, cool. Und dann stellen wir so ein bisschen. Ach nee, da ist ein Fenster, ne? Stellen wir jetzt dann einfach hier mal direkt daneben. Ist jetzt ja auch erst einmal egal. Mission complete. Oh, 3000 gleich. Completed in 3 minutes. Alles klar, go home. Oh, da hängen da jetzt so viele? Nee, das ist nur der Ladebildschirm, ne? Oh, okay. Thank you so much for playing Castle Flipper. Remember, this is just a small part of what awaits you in the full version of the game. You can still explore and start building your village from now and you can also save your progress. Okay. Alles klar. Press Space to continue. Also wir können hier noch ein bisschen weitermachen anscheinend. Dann mache ich das doch einfach mal. Dann enlarge your property. Okay, wir können auf jeden Fall hier noch ein bisschen größer. Press E to buy new terrain. Cost free. Das da haben wir quasi. Are you sure you want to buy second area for 3000 flippers? Okay, buy. Oh, yes. Alles klar, jetzt haben wir das quasi vergrößert. Z ist schlafen, I ist die Tasche. Ach nee, Z ist ja dieser Secret Mode. Was heißt Secret Mode? Das ist halt der, ne? So, ah, wir können hier jetzt quasi noch weiterbauen. Moment, dann machen wir mal hier auf Build. Nee, nicht auf Build. Clean, Destroy, hier Upgrade, 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 Wood. Gehen wir mal rein in die Hütte. Dann können wir quasi uns jetzt mal das hier upgraden. Ja, cool. Da haben wir natürlich nichts. Deswegen einmal zurück. Ah, das gefällt mir schon mal ganz gut, dass es das da drauf bleibt. Build. Ja, wir brauchen eine Tür. Zack. Dann brauchen wir natürlich auch eine Wall. Da würde ich aber ein Fenster gerne reinmachen wollen. Upgrade. Wood. Okay, dann können wir uns noch Fenster reinmachen. Wahrscheinlich kann ich da einfach nur. Window.
kann das aufmachen, beides sogar. Ja, das ist schon cool, oder? Das ist schon cool. Destroy clean torch build upgrade build. Oh nee, warte mal, das war auf I. Bedroom. So, wir brauchen ein Bad. Das setzen wir uns jetzt mal dahin. Dann brauchen wir natürlich auch ein Nachttischchen. Oh, das gefällt mir eigentlich ganz gut. So ein bisschen offen. So, das wollte ich jetzt ja dann nur in die Ecke hier setzen. Dann können wir das dann nämlich moven. Cool. So, dann können wir uns... Jetzt möchte ich das mal probieren. Und zwar Destroy. Zack. Zack. Es ist nur komisch, dass ich keinen Sound habe. Weil eigentlich habe ich den Sound... ...doch relativ laut. Vielleicht haben sie das auch noch nicht so implementiert jetzt in der Demo. Ja, so, Build, da möchte ich gerne eine Wall haben. Geht das nicht? Ah, doch. War ich jetzt nur wieder zu schnell? Upgrade, Wood. Okay, weil dann können wir uns nämlich da einen Schrank herstellen. Ich finde es nicht schlecht, ne? Schön in die Ecke. Den kann ich aber nicht aufmachen. Okay, alles klar. Das ist quasi unser Klamottenschrank. Schauen wir mal, was es noch gibt an Möbeln. Bathroom, Kitchen. Ja, alter Schwede, ja? Da gibt es richtig viele Sachen schon. Das ist krass. So, dann haben wir hier quasi ein Schlafzimmer geschaffen. Alles klar. Das war quasi so der erste Try. Stellen wir mal die Bäume ein bisschen weg. So, weil wer weiß, wo wir das noch alles bauen können, ne? Aber anscheinend brauchen wir jetzt erst einmal keine Materialien. Das ist doch schon mal ganz gut. Na, außen kann ich es nicht hinstellen. Also wenn, dann muss ich es da hinstellen. Keine Ahnung, was das da eigentlich sein soll. Soll das noch ein Baum werden? Wahrscheinlich, ne? Soll das ein... Ach so, das ist ein weiterer Eingang. Alles klar. So, da können wir dann eine Hängematte dazwischen machen. Ich glaube aber nicht, dass es die gibt. So. Wir können uns ja auch hier mal ein bisschen umschauen. Gibt es eine Map? Nee. Eine Map gibt es nicht. No quests for now. Ist wahrscheinlich einfach nur zur Einführung gewesen, ne? Ja, finde ich schon cool. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. I better turn back. Okay, sobald man ein bisschen zu weit weggeht, das wird wahrscheinlich alles noch Grundstück sein, was man kaufen kann. Jetzt gehen wir mal in die Richtung. Vielleicht ist es dann da auch. Ich kann mir vorstellen, dass es... Ja, I better turn back.
Alles klar. Es ist im Grunde nur so eine begrenzte Spielwelt. Aber für den Anfang auf jeden Fall gut, ne? So, kann ich das da eigentlich wegmove? Nee, ne? So, ich kann die auch destroyen. Kann ich das da auch destroyen? Nein, das kann ich nicht destroyen. Nur was rot aufleuchtet. Alles klar. Build. Foundations. Ah, jetzt halt. Ich war nicht. Irgendwie war ich nicht richtig drauf. Also ich könnte jetzt halt quasi ein Haus machen, was ich hier so richtig in die Ecke reinpflanze. Und das kostet uns ja kein Material. Also von daher können wir da natürlich ein bisschen rumspielen. Cool. Gehen wir mal bis zu dem Eingang davor. Ja. Ja. Ach, da könnte ich sogar noch mal eine höhere bauen, oder was? Ich könnte das Ganze auch höher bauen. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Vielleicht kann ich mir da irgendwie sowas wie einen Turm herbauen? Probieren wir mal aus. Na? Snatcht es oder nicht? Okay. Upgrade. Wir machen jetzt mal Rock. Not enough materials. Ah! Pflaster. Das kann man quasi nicht machen. Okay. Das ist natürlich auch fies. Aber ist klar, das ist die Demo. Man soll ja nicht alles schon sehen. So. Einfach mal ein wenig rumprobieren. Build. Walls. Ich mache hier geschlossene Walls hin. Soll einfach halt nur am Zaun entlang gehen. Weil wahrscheinlich, wenn ich das dann upgrade... Oh, das ist ja doof. Das war nicht ganz zusammen. Oh je. Ja, ich habe da oben 29 Hölzer, ne? Das ist natürlich... Ah, ich bekomm wieder eins zurück. Das ist halt blöd, ne? Aber okay. Hätte ich mal aufpassen müssen. Dann lassen wir das jetzt einfach mal machen auf Build. Wir machen nochmal eine normale Wall. Warum nimmst du die nicht? Jetzt. Die kommt dahin. Und dann kommen... Kommt da ein Fenster hin. Da kommt eine Tür hin. So, und dann kommt da vorne noch eine Tür rein. Okay. Dann machen wir hier Fenster. 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 Fenster, Fenster. Und eine einfache Wall. So. Man muss sich dann natürlich halt dran gewöhnen.
viel Holz habe ich denn überhaupt? Nicht so viel, ne? 28 noch? 27? Jetzt habe ich noch 24. So, dann brauchen wir natürlich hier auch Türen. So, eine dahin. Und eine für den Hinterausgang. Dann brauchen wir Fenster. Vielleicht gibt es dann auch mehr Fenster zur Auswahl oder sowas. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. So. Da habe ich mir nämlich gedacht, können Treppen vielleicht dann nach oben. Ach, das sind Doorstairs? Okay. Die werden wir wahrscheinlich nicht brauchen, ne? Oder? Ja, doch. Ich meine, ich kann auch so reinlaufen, aber ich denke, Doorstairs schauen doch ein bisschen besser aus. So, Stairs. Schauen wir mal. Ich müsste natürlich die Stairs irgendwie so platzieren. Moment. Das sollte ich vielleicht erstmal einen Floor hinmachen. Genau. Sag nicht, ich habe kein Material mehr. Ach so, da brauche ich irgendwie eine Wand oder sowas, ne? Wahrscheinlich. Okay, kein Thema. Das soll ja dann im Grunde auch... Also das Schlafzimmer soll im Grunde da hinten jetzt dann mal hin. Walls. Walls. Hier kommt die Tür hin. Oder der Durchgang, je nachdem, wie man mag. Dann kann ich wahrscheinlich da auch noch eine Wall hinmachen. Hier einen Floor. Genau. Also das braucht man auf jeden Fall. So. Jetzt soll hier eine Treppe hin. Aber warum steht die so krumm? Okay. Ja, cool. Das ist doch nicht schlecht, oder? Was man hier bauen kann. Also ich finde es gut. Es ist zwar ein bisschen komisch hier mit der Treppe, aber... Okay, kann man vielleicht irgendwas anderes noch bauen? Habe ich da was übersehen? Roofs, Walls, Foundations. Bei MISC gibt es nur diese drei Sachen. Okay, gehen wir nochmal raus, weil ich wollte mal ganz kurz da probieren. Aber ich glaube, da kann ich nichts machen. Also turmmäßig ist da... Da, die stehen auch wieder auseinander, ne? Okay, die Dinger kosten kein Material anscheinend, oder? Könnte es sein? Mal ein bisschen aufmachen hier. Das schaut doch ganz gut aus. Ich finde es schon krass. Und vor allem, das ist etwas, was mir bei Hausflipper immer wieder gefehlt hat, dass man auch selber irgendwie zum Beispiel Fenster oder sowas reinsetzen kann. So, rufen wir das doch mal hier rüber. So, das soll schön unter das Bett, unter das Fenster. Da war es ja ganz gut, dass ich die eine Reihe dann doch weggehauen habe. Es wird nur langsam nächtens.
keine Ahnung. Ich lasse jetzt mal da ganz kurz stehen. Ich schnappe mal noch den Schrank. So leicht, wenn der Umzug gehen würde. Okay, dann schiebe ich die einfach mal ran. Yes. Gibt es eigentlich so etwas wie Deko? Hier. Fackeln. Ah, okay, da kann ich Fackeln dran machen. Zum Beispiel neben die Tür. Auch immer, die dann leuchtet. Ich weiß es nicht. Ungefähr die gleiche Höhe. Move. Also anmachen kann ich es nicht, aber ich denke mal, dass das schon ein gutes Licht gibt. So, dann schauen wir uns mal die andere Fackel noch an. Wieder. Die muss natürlich hier als Eingangslicht, ne? Vielleicht ein bisschen weg. Ich weiß ja nicht, ob das Haus dann das Feuer fängt. Kann ich die irgendwie anmachen? Oder die wird wahrscheinlich selber angehen, ne? Vermute ich jetzt mal. So, schauen wir mal noch weiter. Buildings. Oh. Da kann ich quasi zusätzlich kaufen. Garden. Das ist interessant. Bathroom. Können uns hier eine schnieke Wanne herstellen. Hier eine Außenbereichswanne. So. Aber reinlegen kann ich mich nicht. Ich kann es nur moven. Das ist alles, was ich machen kann. Licht geht auch noch nicht an, also wird es langsam dunkel jetzt. Ja, das ist schon nicht schlecht, ne? Was es da gibt. Kitchen ist halt auch nicht schlecht. Kann man sich ein bisschen Kitchen einrichten. Eine Küche für die, die es nicht verstehen. So, gibt es da auch irgendwas wie ein Waschbecken? Oh, was ist das? Das ist doch eher so ein Frisiertisch, wie man es so schön nennt. So, super. Es ist halt jetzt finster wie sonst was. Moment, kann ich hier irgendwie schlafen? Nö. Na okay, aber ich denke mal, wir haben auf jeden Fall recht viel gesehen. Ich freue mich auf das Spiel, muss ich ehrlich sagen. Und es ist saudunkel gerade. Ich weiß nicht, kann ich... Ich kann zwar diesen komischen Blick hier machen, aber... Das war's dann auch schon. Aber schlafen oder sowas kann man nicht, ne? Controls. Jump accept. Cancel. Last mode. Special sense. Talent tree. Okay, das muss ich mir auch mal anschauen. Hups, falsche Taste. Ah, den sieht man natürlich noch nicht. Und die Fackeln sind wahrscheinlich auch noch nicht wirklich lichtgebend. Ja, so wie man sieht, ne? Na gut, super. Also mir hat es auf jeden Fall schon mal gefallen. Wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da. Leave. Genau, dass wir ein bisschen hell haben. Lasst mir doch bitte ein Like da, lasst mir gerne Kommentare da und sagt mir, ob ihr euch auch darauf freut. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr bei meinen anderen Let's Plays auch mit reinschaut. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.